Hallo und ein herzliches Willkommen hier wieder zurück zum nächsten Part. Wir machen weiter und schauen mal, das da vorne scheint mir mal wieder eine Barriere zu sein. Was heißt das? Du bist noch nie auf einen Baum geklettert. Katzen sind doch... Oh, schau, da ist jemand zum Spielen. Ihr seid doch hier, um zu spielen, oder? Wir machen gerade ein Ratespiel. Zu mehreren ist es viel lustiger. Oh je. Wir? Wer ist wir? Kitty und ich natürlich. Oder seht ihr hier noch jemanden? Wie auch immer. Ihr solltet gehen, wenn ihr nicht spielen wollt. Kitty findet euch verwirrend. Die Katze findet mich verwirrend. Kitty ist klug. Sie sagt, ihr wollt mich zurück zu meinem Vater bringen. Aber ich werde nicht gehen. Sie wäre ganz allein. Du bist so freundlich, Amalia. Ich würde dich sehr vermissen, wenn du gehen würdest. Ah ja. Das ist doch nicht wirklich eine Katze, oder? Natürlich ist sie eine Katze. Nur halt eine, die sprechen kann. Sprechen ist ganz einfach, sobald man weiß, wie es geht. Nun. Na klar, und was seid ihr wirklich? Ich bin eine Katze. Wirklich? Nichts, was ihr sagt, wird Amalia davon überzeugen, mit euch zu gehen. Sie liebt nur mich. Ich bin ihre Freundin. Und ihr seid nur ein Fremder. Ah ja, was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe nichts getan. Ich habe praktisch keine Macht. Dafür hat der Magier gesorgt. Ich kann diese Kammer nicht verlassen. Nein, Amalia hat mich gefunden. Nach Jahrzehnten der Isolation ist ihre Gesellschaft mehr als willkommen. Wir sind anscheinend in einer Sackgasse gelandet, daher möchte ich... eine Art Kompromiss vorschlagen. Befreit mich, Sterblicher, und überlasst mir das Mädchen. Lasst uns zu ihrem Vater zurückkehren und diesen Ort für immer verlassen. Euch das Mädchen überlassen? Wollt ihr von ihr Besitz ergreifen? Was für eine rüde Formulierung. Ich will Amalia nichts tun. Nur eure Welt durch ihre Augen sehen. Ist das so falsch? Überreden und zwar lügen. Ich werde euch befreien. Das Mädchen könnt ihr auch haben. Danke. Ihr seid sehr großzügig. Die Schutzmechanismen des Magiers halten mich in dieser Kammer fest. Und nur ist ein Sternenweg, wenn man die Schutzmechanismen deaktiviert. Aber ich kenne ihn nicht. Vielleicht habt ihr Erfolg, wo das Mädchen gescheitert ist. Ah, das ist ja so aufregend. Kitty wird frei sein. Okay, sorry Leute, hat's gerade voll gepackt. Und Kitty ist perfekt und so schön. So, ein kleines Rätselraten. Dann drehen wir doch die ganzen Dinger so, dass die von einem zum nächsten... Ah, okay. Moment, jetzt muss ich überlegen. Wie schieben wir das? Das da schiebt nur nach oben, das andere nur nach unten. Das heißt, ich brauche... Das muss hier weg. Dann nehmen wir das da. Wird erledigt. Nee, das war jetzt auch falsch. Ups, ich sollte vielleicht nicht im Feuer stehen. Na, ich platziere mal alle hier draußen und nicht bewegen. Und so. Jetzt hat. Betrachtet es als erledigt. Kitty noch nicht. Ah, vermaledeit. Das ist schon richtig. Dann wird es nach oben gehen, dann heißt das da runter. Das heißt, hier das hauen wir runter. Dann holen wir uns das rüber. Holen wir uns das rüber. Das rüber. Und dann holen wir uns dies da. Dies da weg. Dies da rüber. Dies da runter. Eieiei, wie ich Rätselraten manchmal hasse. Wird erledigt. Ach, darunter muss es ja gar nicht. Muss ja nur darüber. Wird erledigt. Dann brauchen wir das da oben. Kitty ist meine beste Freundin. Betrachtet es als erledigt. Ich werde es tun. Das hierher. Wie ihr meint. Oh, einmal. Hoppala.
Ich hab an die Sonne gedacht, Dummerchen. Nee. Ah, verflixt. Hab ihn jetzt wieder falsch gemacht. Wie ihr meint. Sehr schön. Irgendwie. Irgendwie. Erzähl mir eine Geschichte. So, das runter. Das hoch, das hoch, das hoch, das rüber. Wo war das nämlich dorthin? Erledigt. Ja, entschuldigt Leute, das da könnte ein klein wenig dauern. Ich weiß schon sowas von immer, wie das ging damals. Eine Blume. Eine Narzisse. Sehr schön. Ich mag Narzissen. So, das muss auf jeden Fall dahin, dass das darüber springt. Dann bräuchten wir eins, das nach oben kommt. So. Dazu. Betrachtet es als erledigt. Erzähl mir eine Geschichte. Ja, genau. Das hier rüber. Dann. Erledigt. Ich werde es tun. Bräuchten wir das hier. So. Ist noch ein Fehler in der Sache. Und zwar bräuchte ich noch einen, der hier rüber geht. Schlecht. Haben wir da noch einen? Kitty sagt, Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Ist das nicht schrecklich? Nee, da haben wir keinen mehr. Verdammt. Doch, da unten. Da unten. Ah, vermaledeite Axt. Das lassen wir mal. Kitty sagt, Opa Willem hat sie in diesem Raum eingesperrt. Sehr schön. Ist das nicht schrecklich? So, die fahren wir hoch. Da haben wir wieder das Gleiche. Ja doch, das war richtig. Irgendwie. Jetzt das wieder runter, genau. Jetzt das rüber. Also erst müssen wir den da hinkriegen. Betrachtet es als erledigt. Wie ihr meint. Fast. Da fehlt mir noch was. Wird erledigt. So, der noch runter, der rüber, der dahin, der runter, der hoch und der rüber. Jetzt habe ich ja irgendwie immer noch einen Fehler drin. Der nochmal rüber, der auch rüber. Dann der rüber. Hier ist nämlich noch irgendwo ein Fehler drin. Ich wollte schon immer eine. Warum ich blau, warum? Wie ihr meint. Und so schön. Das muss hoch, das muss. Betrachtet es als erledigt. Wie ihr meint. Jetzt. Das darüber. Ha, verflixt. Hab ihn jetzt schon wieder einen Fehler. Oh, es ist eine Blume. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Ich mag Wie ihr Zumindest nicht für so schnell. Ich ja, da runter. Ah, den will ich haben. Und zwar dort. Ich werde es tun, wie ihr meint. So. Sehr schön. Ich wollte schon immer eine Katze. Und Kitty ist perfekt und so schön. Jetzt aber. Ha! Ja, ich spüre, wie die Magie nachlässt. Oh, ich hatte schon vergessen, wie es sich anfühlt, nicht gefangen zu sein. Kitty, was geschieht mit dir? Etwas Wunderbares, meine Liebe. Für uns beide. Nun, ich sagte euch, ich würde euch befreien. Von leben lassen war nicht die Rede. Verrat! Ihr werdet das Mädchen nicht mitnehmen. Sie gehört mir! Kitty, du machst mir Angst.
Ich lasse dich nicht in mich rein. Das mache ich nicht. Kluges Mädchen. Oh. Sexy. Ein Dämon der Leidenschaft. So, niederer Dämon des Zorns. Attacke einmal. Ich hau gleich auf die Kitty drauf, ebenso er. Und du machst erstmal mit ihr den da platt. Ah, ich hab... Nee, Mädchen hab ich jetzt platt gemacht. Doch, den. Es waren vier, okay. Hab ich nicht verguckt. Oh shit. Oh shit, oh shit, shit, shit. Shit. Fuck. Fuck. Die sind ja alle vereist. Wie mies ist denn das jetzt? Wundumschlag. Wundumschlag. Nee, großer. Ach du Heilige. Heil dich mal mit dem Kleinen. So eine Mistkugel. So eine elendische Mistpute. Hat die uns da vereist, aber fragt nicht nach Sonnenschein. Komm, der können wir doch noch irgendwann hinhauen. Ha! Alle Leben geschafft. Boah, das war knapp. Halleluja. Knapper geht's ja kaum. Oh, ein schöner Helm. Mit plus 2 auf alle Attribute und plus 3 Rüstung. Hm. Ich würde fast behaupten, Alistair oder ich nehme mir den. Hm. Ich glaube, den nehme ich mir. Wobei ich eigentlich mehr auf Rüstung gehen müsste, im Gegensatz zu Alistair, weil der ja sowieso sein Schild hat. Ah, dann gehen wir den lieber Alistair. Helm von Holyard, bitteschön. Und dann unsere Magierin ist ein Level Up. 1 auf Magie, 2 auf Filmkraft. Und was holen wir dir denn? Arcana Schild ist auch ganz nice. Kältegegel. Heilung hat sie schon. Zauber ihr Licht. Ein Bonus auf Zauberkraft. Das ist natürlich auch ganz cool. Aber eine Massenlähmung wäre auch göttlich. Ich glaube, ich muss mir mal noch das Addon holen mit dem Umskillen. Das ist nämlich eine Sache, die ich mies finde bei dem Spiel, dass schon vorgegebene Fähigkeiten existieren. Allerdings gibt es so eine kleine Modifikation. Ihr habt einen Raben bei euch im Lager. Durch den lassen sich dann alle Punkte zurückgewinnen und dann könnt ihr es so verteilen, wie ihr es eben möchtet und wie ihr es braucht. Was ich auch deutlich besser finde. Zermalmendes Gefängnis ist aber auch ganz geil. Kraftfeld. Telekinetische Waffen. Tja. Was nehmen wir denn? Oder Todesmagie entzieht Lebenskraft. Och ja, die war Qual der Wahl. Ich würde behaupten, wir holen uns als allererstes mal... wo war es denn? Dieses Irrlicht, um Zauberkraftbonus zu erhalten. So, dann zeig mal dein Irrlicht daher. Und da haben wir so ein kleines Irrlicht. Das erhöht unsere Zauberkraft. Top.